Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Lego Harry Potter Jahre 5 bis 7. Ich weiß nicht genau, ob wir hier das letzte Mal stehen geblieben sind. Aber ich habe gerade das nervige Level nochmal gemacht, was so mega lang ging. Und ich bin endlich durch damit. Mann, war das nervig, Alter. Richtig nervig. Und jetzt geht's endlich richtig los. Nach diesem nervigen Level, dass da echt kein Checkpoint war, das ärgert mich so ein bisschen. Hallo, warum kann ich das nicht machen? Ich will das nicht. Hallo, danke. Hallo? Warum kann ich das denn bitte nicht machen? Oh mein Gott, war Harry im Weg schon oder was? Wow! Na gut, wir sind hier in einer Buchdruckerei und bucken ein paar Bücher, genau, drucken ein paar Bücher. Oder? Denke ich. Oder ist das eine Zeitung? Könnte auch eine Zeitung sein. Ich glaube eher eine Zeitung. Sieht ein bisschen aus wie eine Zeitung, nicht wie ein Buch. Wenn ich da ganz ehrlich bin. Und ja. Erstmal hier, du holst ja erstmal da das Licht. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber erstmal haben. So. Wofür brauchen wir das denn? Ja, ein wahrer Zauberer bin ich auch schon. Ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal auch waren, aber ja, jetzt auf jeden Fall. Ich kann das jetzt wechseln und der behält das Licht, oder? Ich hoffe. So. Okay, man muss doch. Das wollte ich nicht. Man muss doch den Zauber wechseln. Schade. Dann machen wir uns mal hier so einen Schlüssel fertig. Oder einen Batman-Schläger. Oder so einen Teppichklopfer. Hätte das auch sein können. Und es ist eine Gitarre. Hammer! Hammerhart, Alter. Also Schutz will ich natürlich trotzdem aufsammeln, ne? Oh ne, ist das echt einfach nur so ein Putzding oder was? Ah, hier. Okay, wir haben ein bisschen geputzt. Sehr schön. Okay, hier haben wir eine Zutat. Wunderbar. Die schmeißen wir mal direkt hier rein. Zack. Zack. Alles rein, alles rein. Und wollen uns mal nicht sehen, alles Brille. So, was sehen wir denn, was wir eigentlich nicht sehen? Schip, schip. Irgendwie sehen wir alles. Aber gut. Wofür brauchen wir die 3D-Brille bestimmt? Okay, der dreht sich nur, das ist nicht so schlimm wie das andere Ding eben. Ah, ich will die Baummonster oben haben. Das sieht aus wie so ein Kaugummispender. Gib mir die Kaugummis. Gib mir die Kaugummis. Okay, ich glaube, wir kommen nicht an die Kaugummis ran. Schade. Hätte gerne die Kaugummis gehabt. Ah, hier ist das, was wir nicht sehen, was wir denn sehen. Es ist eine Schlange. Kann ich deinen Zahn mal haben? Danke. Wir hätten das eine Stärke dran, weil da haben wir ja was zum Aufziehen und dafür müssen wir super stark sein. Oh yeah. Da, Alter, hat das geknallt gerade, ey. Krass. Der Heilkaminchen. Der Heilkaminchen, wer kennt die nicht? Hat er. Ich weiß nicht, wo genau ich hin muss damit, aber ja. Und jetzt hier. Da runterschubsen. Ah, das ist der zweite Hebel. Aber wo brauche ich dann bitte das Licht? Ist doch nichts, wo ich das Licht einfügen kann. Nur da. Oder glitzert sonst noch irgendwo was? Nö, ne? Merkwürdig. Vielleicht braucht man das ja oben oder so noch. Auf jeden Fall hat Ron das Licht jetzt erstmal. Wie hoch, danke. Wie hoch geht das bitte in diesem Haus, Alter? Wie hoch, ey? Einfach mal das Bett machen. Sieht ja schlimm aus. Oh. Da ist die alte unter. Das ist natürlich ja noch nicht. Oh, das ist auch die alte. Hä? Okay. Du, mach mal hier Licht. Licht.
Komm, Reaction. Noch ein Haus haben. Es fehlt noch ein einziges, Alter. Wir müssen uns ja mal ein bisschen ranhalten, ne? Wenn nur noch eins fehlt, da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht kriegen. Oder das kriegen wir wirklich auch wieder nur mit anderen Charakteren und nicht mit dem hier. Oha. Immer mehr davon. Schade. Also die ist 100 pro unterm Bett hier. Das ist 100 pro die echte. Doch nicht. Ah, die ist da hin. Hallo? Dame, an die Seite bitte. Danke. Was mit dem Ding da oben? Können wir das irgendwie abschießen? Oh, wir können die Puppen kaputt machen. Das ist ja cool. Warum hat man hier eigentlich eine Banane und ich frag gar nicht erst, warum da eine Banane und Karotte ist? Boing. Ja, sieht auf jeden Fall sehr original aus. Oh. Das ist traurig. Weil die Frau weg ist. Armer Mann. Wir müssen helfen. Wir müssen helfen. Die Totenascher. Das ist voll traurig. Sorry. Meine nicht, wenn der Harry kommt. Dum, dum. Dum, dum. Level abgeschlossen, Freispiel. Freigeschaltet. Aus Wappen leider nur 3-1 hat gefehlt. Oh, schade. Wahrer Zauberer natürlich 100%. Da kommen die Schotzis. Fühlein gefahren, na sicher. Einen Stein, einen, zweier, dreier, vierer, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ganz viele. So, ich muss mir gerade den Videotitel aufschreiben, weil den fand ich gut, den fand ich gut. Ich kann aber das Spiel nicht austappen, man muss. Ja, jetzt ist er gespeichert. Oh, hätte ich mal weitergemacht, ey. Kannst du mal gucken, was du in deiner Tasche hast? Nee, nee, brauchen wir nicht. Hast du, ja, eine Zeitpumpe? Boom, Baby? Mein, da oben. I can lick a wrecking ball. Wrecking ball. In the air, yeah. Ah, brauchen wir Schwatte. Die Schwatte-Magie, da komme ich an nichts ran. Schade. Auf geht's in weitere Gefilde, die kein Mensch vor uns gesehen hat. Hoffe ich mal, denke ich mal. Wobei Menschen haben das ja allgemein hier noch nicht alles gesehen. Weil das sind ja alles Zauberer und Menschen und Muggels und Muggels haben in der Zauberwelt nichts zu suchen. Autsch. Bäm, opfer dich, Harry. What the f- What the? Ich würde die Ente nehmen, die ist cool. Warum hat Harry einen roten Korb? Warum? Das ergibt so null Sinn. Hi. Ah. Auf Hasentam. Mach mal auf die Kleinen. Immer auf die kleinen Dicken, die sich nicht wehren können, Mensch, ich kenn das. Alles okay bei dir, Kollege? Ach, wir haben gar keinen Zauberstab dabei. Ah, Alter, wie viel Money hier rumliegt. What the heck? Gut, dass wir den Magneten anhaben. Wahrscheinlich kann ich jetzt auch nicht mehr hüpfen, oder was? Hier ist noch mehr Money. Oh yeah. Also der ist ja gleich schon wahrer Zauberer, Alter. Was denn hier los? Richtig nice. Das ist ein Level nach meinem Geschmack. Einfach alles in Popo geschoben. Das ist schön. So, gib mir das.
Weil gib lieber Ron das. Ron hat ja noch seine Lampe, die wurde ihm nicht geklaut und der Vogel wurde ihm auch nicht abgenommen. Verständlich. Würde ich auch nicht bei Gefangenen. Weil mit dem Vogel könnten die ja, ne, das ist ja unfair, wenn die dann nicht da draußen telefonieren dürfen und so, ne, das ist ja ganz klar. Und Lampe würde ich auch nicht abnehmen, weil ist halt so, ne? Hab mal Eis. Einfach ein Eis da drauf kloppen. Okay. Keiner kann mehr zaubern und Harry kann sich nur unsichtbar machen. Okay. Wir müssen aber irgendwie zaubern können. Ah, normal zusammenbauen. Ah, das geht auch noch. Wir können auch ohne Zauberkräfte was bauen. Das ist ja verrückt, ist das ja. Räuberleiter, Leute, Räuberleiter. Hm. Macht leider keiner mit. Schade. Aber wir können ja einmal Ron dabei mit seinem Licht. Wen haben wir denn jetzt hier? Ollivander. Ollivander? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. I don't know. Der Ron ist wichtiger denn je, Alter. Der hat einfach alles dabei. Der hat alles am Start. Ich dachte, ach ja, Ron, da müssen wir nichts abnehmen. Einmal kurz wechseln, dass wir hier die Blume auch schon mal haben. Aber warum haben wir denn alle? Warum haben wir die ganzen Sachen hier? Warum kommen wir da ran und so? Das verstehe ich nicht so ganz. Kann ich meine aufmachen? Hallo, da ist eine Truhe. Und jetzt? Kann ich mich irgendwie verstecken und sagen, hi, hier ist gar keiner. Hm. Da war noch ein bisschen Money. Aber was bringt mir das Verstecken denn? Das müssen sich die anderen dann ja auch verstecken. Wir brauchen mal gerade Ron, weil der kann ja hier sich wahrscheinlich um diese Pflanzen hier kümmern, oder? Nee. Okay, ich habe so null Ahnung, was ich machen soll. Ich muss da oben ran, aber ich weiß nicht genau wie. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Bleibt mal da stehen, Leute. Ich muss mal so tun, als wäre hier nur einer. Naja, es klappt so nicht. Ja, Kollege, der kann ich auf jeden Fall nicht helfen. Was kann ich denn hier tun? Also, Harry hat den Umhang. Der natürlich auch nicht weggenommen wurde. Ron hat die Eule und das Ding. Der hier hat gar nichts. Und sie hat auch nichts. Oh, sie kann sich rollen. Oh, lol. Geh kaputt. Wie viel Geld da rauskommt, Alter. Das ist ja verrückt. Kann ich das auch hier gegen machen? So, und dann... Dagegen rollen. Aha! Die ist gar nicht mal so schlecht, die kann rollen. Die hat's drauf. Jetzt bauen wir einen Kessel und dann können wir die Sachen reinpacken. Voll gut. Aber ich weiß nicht, ob das Level hier gleich zu Ende ist, deswegen rollen wir hier nochmal ein bisschen gegen. Für ein paar Stutzes. So, weil wahrer Zauber haben wir ja gleich erreicht. Da fehlt ja nicht so viel. Wollen wir uns natürlich ein bisschen drum kümmern. Da oben, die kann man nur mit schwarzer Magie öffnen. Blablabla, habe ich schon versucht, gegen zu rollen, wahrscheinlich, ne? Ja. Ist denn ich hier gegen rolle? Auch nix. Da brauchen wir Zauberei. So, hier kommt auch noch was raus, gut. So, nur so lange, bis wir wahre Zauber sind, Leute. Nur so lange, bis wir den wahren Zauberer erreicht haben. Oh Mann, ey, wie viel Stutze da rauskommen. Richtig nice. Ich glaube 60.000 würde ich jetzt einfach mal schätzen. Bam, 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 bam. Wir machen Mucke. Was geht da ab, Mann?
Aber zwar war easy going. So einfach geht das. So, dann haben wir jetzt einmal hier, du hast nix. Du hast was? Nein, du sollst das. Er ist zu dumm, ne? Er ist einfach zu dumm. Du da rein. Du da rein. Jetzt brauchen wir noch eine Kalbe, Spinne, wie auch immer. Hab ich mir gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Wollen wir jetzt zusammen? Eine Spinne? Walkie Talkie? Ein Auto? Ein Vogel? Ach, da kommt die Spinne runter. Jetzt ist da eine Fliege drin und die macht Nam Nam. Ganz viele kleine Spinnen. So. Was mit ihr spielen? Ich weiß nicht, ich finde sie sympathisch. Ich finde sie cool. Zaubertrank für einen Zauberstab. Oder explodiert jetzt alles und sie stirbt. Es explodiert einfach so und sie denkt sich so. Ja, da explodiert eine Wand, aber ist ja nicht so schlimm, weil ich bin ja super stark. Du kannst kein Slytherish. Harry kann das. Könntest du bitte weggehen? Also, könntest du bitte aus dem Bild gehen? Das wäre super nett, Madame. Zauberstab! Oh. Bauen? Bauen wir was ist das denn? Ein Spiegel! Ein Spiegel der Wahrheit! Oh, hi! Der kleine Dobby. Hey, ich bin raus, Hilfe, ich bin ein Spiegel! Bobby! Mit! Tschüss! Scheiß auf die. Boing! Dobby ist so cool, Mann! Dobby ist der Coolste! Halt, stopp! Wollen wir jetzt die Zauberstäbe her? Ohne Spaß! Einfach so! Wo haben die her, Mann? Verrate es mir! So, let's go, Mann! Duell! Oh! ich hatte den Zauber ausgewählt. Hallo? Ich fighte mit dir! Es wäre cool, wenn wer anders sich um die anderen fightern könnte, um die anderen kümmern könnte, um die Dame dahin. Zack. Was soll strahlen? Ein weißes Aquaknarre! Easy. Nachdem man dieses Schild einfach benutzen kann, ist das richtig easy, Alter. Du musst einfach Schild. Du musst ganz in Ruhe das Ding aus und fertig. Warum habe ich das nicht vorher so gemacht? Ich weiß es nicht. Hallo, ich will wechseln. Da. Ich fliege dich. Down. Den up. Oh, Ron hat sich um die andere. Das ist ja verrückt, Mann. Ron ist ja ein richtig klar Killer, Alter. Was hab ich hier denn? Okay. Autsch! Autschi! Aua! Oh, voll ins Gesicht! Ich will die! Malfoy, wir haben noch eine Rechnung offen. Ich werde dich nass machen, wie sonst was. Das ist so easy, die Duelle ohne Spaß. Weil du das einfach so ein Schild machen kannst. So zack, Schild, dann kannst du in Ruhe wechseln und dann. Easy. Wäre auch cool, wenn die nicht immer mit so machen würde, wenn du angreifen kannst, ohne dass die auch angreifen. So. Das zum Beispiel, dass er halt einfach Treffer abgibt. Das wäre viel cooler so. Aber ja gut, ey, gut, ey, gut. Da ist ein. Seht ihr das Bild? Ja, ich drücke mit dem Finger drauf. Das seht ihr es auf jeden Fall. Au. Au, 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 au. Man wirft euch ja nicht mit Latten, ne? Kann wehtun. Das kann Leute verletzen, ey. Ist dir das bewusst, Mensch? Gut. In die Fatte. Jetzt möchte ich einmal gegen die Dame spielen. Okay. Gut. Oh, oh, au. Einmal wieder warten, okay.
erstmal den Blödarsch aufwerfen. Zack. Und auf die Dame. Los, mach was, Ron. Ich muss hier rüber, ich will das Ding haben. Warte mal ganz kurz. Ich will das Teil hier aus dem Ofen haben. Okay, kriegen wir nicht, ist okay. Zu weit, aber egal, nicht so schlimm. Wir haben alle Zeit der Welt. Das sind die Totenascher. Ist meine Nahaufnahme. Oh, das war schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Gut. Das ist schon cool, dass die immer noch im Hintergrund fighten, ne? Boom, ich mach dich kaputt, Alter. Gleich hast du den Kopf ab, man drückt nicht zu doll. Lol, what the heck? Dobby? Oh Mann, wie gut. Dobby ist der King. Oh nein, der Film. Au. Au. Er kriegt den Fisch ins Gesicht. Dobby, nein! Er hat seine Füße verloren. Nein, Dobby. Willst du mir meine Füße geben, bitte? Oh, das ist voll traurig. Leute, haben die jetzt eine Sandburg gebaut? Ach so. Lol, what the heck? Oh, der arme Dobby. Level abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Aber Dobby! Ollivander. Wahrer Zauberer. Ja, sicher, ne? Da kommt die Schürze. Zack, easy going. Goldenen Stein. Ein. Zwei. Und dann war's. Geschichte beenden. Geschichte beenden, echt jetzt? Das war's? War es das echt? Das war... Das... Das ist denn ja der letzte Part, so, weil... Dann ist ja vorbei. Der Dumbledore. Wer will den? Zauberstab! Blaue! Leguel Portal 5 bis 7. Ja. Das war's. Na toll. Also am Ende hin, das eine Level war halt echt nervig. Das hätte man einfach kürzer machen können. Das war echt zu lang gestreckt. Ansonsten mega cool. Das hat mega, mega Spaß gemacht. Ich liebe die Harry Potter Teile. Die Lego Harry Potter Teile. Vielleicht gucken wir uns auch nochmal andere Lego Teile an. Ich mag den Humor auf jeden Fall. Es macht Spaß, die zu spielen. Alles kaputt zu machen ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ja, der arme Dobby ist am Ende noch gestorben, Mann. Richtig traurig. Der opfert sein Leben und so hilft uns und sowas und dann stirbt er. Ich weiß gar nicht, ob der im Film auch gestorben ist. Ich habe den letzten Harry Potter Film gar nicht gesehen. Der in Zweiteiler gesplittet wurde, so. Wenn ihr da Infos habt, könnt ihr mir da ja was gerne zuschicken, also Bescheid sagen oder so. 91,5% haben wir das Spiel geschafft. Aber jetzt müsste danach doch eigentlich nichts mehr kommen, weil wir haben noch jetzt alle durch, oder nicht? So, wo können wir denn jetzt noch hin? Ich meine, es gibt doch nur 5 bis 7. 5 haben wir, 6 haben wir auch durch. Das ist jetzt, ja, 7 oder nicht? Das war es doch, oder? Gibt's noch eine schöne Endszene oder sowas. Oh man, das ist cool. Der Drache ist cool. Oder kommt, hey, kommt noch was? Das ist doch 5 bis 7 und wir haben noch 5 schon durch, 6 haben wir auch durch und das ist ja 7 oder nicht? Oder habe ich mich da ein bisschen verplant? So. Da
stimmt, es fehlen noch Artefakte und sowas. Der Gral und das Schwert, ja, das hat die. Der Gral und das andere ist das Schwert. Und dann fehlt trotzdem noch eins. Das ist der Final Kampf oder was? Ich bin gewäschert. Und jetzt? Ja, aber das ist cool. Ich muss was machen. Was muss ich machen? Ich weiß nicht. Drück einfach mal. Muss irgendwelche Dinger, glaube ich, treffen oder so. Ich will nur nicht. Eins haben wir, zwei haben wir. Spam einfach. Irgendwann treffe ich schon. Okay, what the heck? Geht echt noch weiter. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, dass es noch weitergeht. Ich dachte, es wäre jetzt echt vorbei. So. Ah gut, ich habe hier kein Problem. Oh no! Gut. Er wartet einfach davon. Ja, aber liebe Leute, was mit dem Drachen und so passieren wird, das wird erst im nächsten Part aufgelöst, liebe Leute. Wir sind durch mit dieser Folge. Wir sind schon länger als gewollt. Ich dachte, hier kam jetzt noch eine Endszene und sowas, aber dass es noch weitergeht. Richtig nice. Ich bedanke mich recht sehr fürs Zuschauen. Falls euch der Part gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer kleiner Tom. Bis dann. Ciao, ciao und bye, bye.